Ja, servus und hallo. Heute nehmen wir dich mit zu einer traumhaften Gravel-Panoramatour zum großen Ahornboden im Karwendel. Wir starten heute in Lengries, das auch super per Bahn zu erreichen ist. Aus Lengries Richtung Süden raus über Winkel und durch den kleinen Tunnel hinauf zum Silbensteinspeicher. Schon hier hast du ein traumhaftes Panorama und die tollen Farben des Sees im Blick. Wir fahren rechts rum über die Faller Klammbrücke, über Klamm. Im Hinweg umfahren wir Vorderriss über eine schöne Schotterpassage durch den Wald und kommen gleich über Hinterriss in die Eng zum großen Ahornboden über die Mautstraße. Zurück nehmen wir die Straße über Vorderriss, wieder zurück über den Silvensteinspeicher nach Lengries. Wir fahren heute etwa 100 Kilometer und 800 Höhenmeter. Das ist das letzte Stück bergauf zum See, der kurze Tunnel, der dich an seinem Ausgang direkt am Silvensteinspeicher ausspuckt. Jetzt geht es über den See und ein Stück auf der Straße Richtung Vorderriss der jungen Isar entlang, bevor wir unvermittelt auf eine schöne Schotterpassage in den Wald abbiegen. Wir kommen an der Straße Richtung Vorderriss aus, fahren über die Grenze nach Österreich und radeln durch das Risstal, dem wilden Rissbach entlang, der uns bis ins Engertal nach Eng geleitet. Hier wird es jetzt auch mal Zeit, die Mäntel zu wechseln. Das ist jetzt der zweite Platten in kurzer Zeit.
Den letzten hatten wir erst vor wenigen Wochen auf unserer 1000 Kilometer Radtour nach Rom. Ich bin mit meinem Vittoria Terreno TLR in 225 ja super zufrieden. Sie mag den Skinwall aber nicht. Aber ich denke, wir werden einen super Reifen mit minimalem Rollwiderstand auch in Schwarz für Sie finden. Der Schlauch ist auf jeden Fall schnell gewechselt und es kann weitergehen. Hier kommen wir an der Mautstelle vorbei. Die Benutzung der Straße ist für Radfahrer natürlich kostenlos. Ja, hier auf dem Bild kann man es erahnen, es geht die ganze Zeit bergauf, wenn auch nicht steil, aber irgendwie zieht sich die Strecke. Das merkt man erst, wenn man andersrum fährt, bergab. Da geht es nämlich ziemlich flott. In unserem Fall hatten wir bergauf Rückenwind und bergab Gegenwind. Ja, und dann erreicht man das Engtal und den großen Ahornboden, ein Naturdenkmal mit traumhaftem Panorama aufs Karwendel und die Ahornbäume. Wir sind jetzt Anfang Juli hier. Im Herbst ist es auch nochmal besonders schön, da hier die Bäume natürlich in den Herbstfarben erstrahlen. Tipp, wir haben heute Glück, es ist relativ wenig Verkehr. Noch schöner ist es, wenn die Straße noch für den öffentlichen Verkehr gesperrt ist, aber schon weitestgehend schneefrei ist, also im Frühling. Okay, zugegeben, hier ist der Maßstab extrem, aber man sieht, dass es ganz schön bergauf und später natürlich auch wieder bergab geht. Die Eng ist natürlich auch ein touristisches Highlight, was den Vorteil hat, man muss nicht verhungern und ist nicht auf sein eigenes Proviant angewiesen. Es gibt Gastronomie und Läden, Bauernläden und wir haben uns hier den Kuchen und den Kaffee verdient. Gut gestärkt nutzen wir hier die Möglichkeit der Wasserstelle und füllen unsere Flaschen auf.
diesem Fall finde ich es auch gar nicht so schlimm, keine Rundtour zu haben und die gleiche Strecke zurückzufahren. Denn auch auf dem Rückweg hat man immer wieder tolle Ausblicke und nicht zu vergessen, ab jetzt geht's tendenziell bergab. Wenn auch mit Gegenwind. Vielen Dank, dass wir dich mitnehmen durften. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Lass uns doch einen Daumen nach oben und am besten auch ein Abo für die nächsten Videos da. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.